Wir machen hier eine Ausstellung, offenbar zum ersten Mal, die sich ganz gezielt mit dem Thema des griechischen Porträts beschäftigt. Das ist kein einfacher Gegenstand, weil die allermeisten griechischen Porträts nicht im Original erhalten sind, sondern von den Römern kopiert worden sind. Die Römer haben eine bestimmte Auswahl getroffen und Bildnisse von den Leuten kopiert, die für sie interessant waren. Ja? Zentrales Problem der Ausstellung ist der Umstand, dass wir heute unter einem Porträt oder Bildnis, verwendet man im Deutschen auch als Begriff, eine ganz andere Vorstellung haben als die Griechen des 5. und 4. Jahrhunderts. Wir stellen uns ein realistisches, fotografisch getreues Abbild eines Individuums vor. Das war für die Griechen uninteressant. Sie wollten die intellektuelle, soziale oder historische Rolle einer Person in einem dreidimensionalen Bildwerk wiedergeben, ja? Sowohl in Bronze wie in Stein. Und das haben sie mit den Mitteln des Typus gemacht. Deswegen heißt unsere Ausstellung unter anderem auch starke Typen. So wurden etwa die berühmten Heerführer Athens, Perikles ist nur der berühmteste, in einem ganz fest definierten Typus dargestellt. Alle tragen einen Vollbart, weil der normale attische Bürger so etwas trug. Und zur Charakterisierung ihrer militärischen Rolle als Generäle oder Offiziere tragen sie einen korinthischen Helm, also einen Bronzehelm, der einfach zeigt, dass sie Militärs waren. Und so lässt sich das für die Philosophen tragen grundsätzlich Bärte, sie sind oft als Sitzstatuen dargestellt, halten als Ausweis ihrer Tätigkeit eine Papyrus- oder Pergamentrolle in der Hand und so weiter. Das griechische Porträt hat zunächst ganz großen Einfluss auf die Römer ausgeübt. Die Römer haben ihre Porträtkunst teilweise zumindest auch auf die der Griechen aufgebaut. Sie haben die Porträts der Griechen selber nochmal kopiert, um sie als Dekoration in ihren Villen aufzustellen. Dadurch haben sich überhaupt erst ganz viele Porträts der Griechen erhalten. Und über die Römer wiederum hat sich dann das Phänomen des antiken Porträts bis in die Neuzeit dann transportiert, über die Renaissance vor allem dann in den Barock, sodass man schon eine Linie ziehen kann, die von der Antike bis in die Neuzeit reicht.